Und die, du bei den Jusos? Ja, natürlich. Das war im Gesellschaftshaus und es war munter und sie haben dazwischen gepfiffen und geschrien. Aber der Krass faltete seine Hände über den Bauch und saß daneben und hat gegrinst. Aber ich meine, du meinst, du wolltest nur 8 Jahre machen. Ist ja, da gebe ich zu, das hat nicht geklappt. Und zwar war das so, nach 6 Jahren fragte mich der Kohl, ob ich sein Forschungsminister werden wollte. Und das ist etwas, was man nicht ablehnt, besonders weil das jetzt wirklich mein Arbeitsgebiet war. Ja. Also Politik kennst du es ja auch. Macht ist ja gewisserweise auch eine Droge. Und die, mit der hörst du jetzt auch. Also mit der Macht, ich muss sagen, das war für mich eigentlich nie ein solches süßes Gift gewesen, gell? Sondern ich hatte immer Freude dran, gestalten zu können. Entscheiden zu können, gestalten zu können. Was ist das nicht machbar? So, eine neue Folge Jung Naiv. Wir sitzen im Bundestag. Wer bist du? Ja, und da sitzen wir ganz gemütlich im Paul-Löwe-Haus, direkt neben meinem Büro. Wer bist du? Ich bin Heinz Riesenhuber. Ich bin Abgeordneter des Deutschen Bundestags. Heute bin ich der Alterspräsident des Bundestags. Ich war in verschiedenen Funktionen früher mal der Jüngste gewesen. Gelernt habe ich Chemie. Gearbeitet habe ich in der Industrie 1,5 Jahrzehnte als Geschäftsführer. Und jetzt werde ich hier zur nächsten Bundestagswahl nicht mehr kandidieren. Kommen wir alles gleich zu. Erklär uns erstmal zum Anfang, du sagst Alterspräsident. Was macht man dann als Alterspräsident? Was ist das? Das ist eine bedeutende Sache insofern, als ohne den Alterspräsidenten der Bundestag nicht eröffnet würde. In jeder neuen Periode hält der Alterspräsident die erste Rede im Bundestag. Er leitet dann die Sitzung zur Wahl des Bundestagspräsidenten. Aber für den Rest der Periode ist er halt Alterspräsident. Und er hatte nur dann eine Funktion, wenn er, was Gott verhüten möge, dem Bundestagspräsidenten und allen seinen Vizepräsidenten nachfolgen müsste, weil die von einem Flugzeug abgestürzt sind. Das heißt also, ich habe hier für den Rest der Periode die Freude, die Würde meines Amtes zu wahren, aber keine Aufgaben in der Arbeit. Das heißt, eigentlich nur am allerersten Tag einer Legislaturperiode im Bundestag ist dein Einsatz. So ist es. Aber hältst du auch sonst Reden, wenn du zum Beispiel ein ganz normaler Abgeordneter bist? Klar, ich bin hier Abgeordneter wie alle meine Kollegen. Ich arbeite im Ausschuss für Wirtschaft und Energie. Ich arbeite im Ausschuss für Bildung und Forschung. Ich arbeite in den unterschiedlichen Gremien wie jeder andere Abgeordnete. Nebenher bin ich noch Präsident der Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft. Dazu hat man mich vor 10 oder 12 Jahren gewählt. Das sind, ich glaube, 95% der Abgeordneten des Bundestags drin, über alle Fraktionen. Und darüber hinaus noch ein nicht unerheblicher Teil der ehemaligen, dazu Abgeordneten aus Landtagen, aus dem Europäischen Parlament. Und das Schöne dabei ist, hier trifft man sich eigentlich immer in Freundschaft, auch wenn man sich im Wahlkampf draußen bitter streitet. Also das heißt, du hast auch Freunde bei den Grünen oder bei den Linken? Ja, klar. Also in unserem Vorstand sind wir alle zusammen. Und ich habe schon das Prinzip bewahrt, dass wir nichts entscheiden, was wir nicht einstimmig entscheiden können. Das ist ein erheblicher Zwang zur Disziplinierung für alle. Aber das ist auf der anderen Seite auch eine Grundlage davon, dass die Arbeit reibungslos und freundschaftlich läuft. Aber was wird denn in der deutschen Parlamentariergesellschaft entschieden? Wir sind im Grunde ein Club. Das heißt, wir haben gegenüber dem Reichstag des Reichstagspräsidentenpalais als unser kleines Clubhaus. Und dort haben wir dann ein offenes Haus für alle Abgeordneten. Dann haben wir Gesprächskreise von Fraktionen, von Arbeitsgruppen des Bundestags. Wir laden auch in den einzelnen Gruppen der einzelnen Fraktionen oder auch gemeinsam Leute aus der Wissenschaft, aus der Wirtschaft, auf den Verbänden ein und hören uns an, was die zu Problemen zu sagen haben, die jeweils anstehen. Das heißt also,
Im Reichstag streiten wir uns, das ist auch in Ordnung. Aber in der parlamentarischen Gesellschaft sind wir alle Kollegen. In gemeinsamen Aufgaben und in gegenseitigem Respekt. Und das hilft dann schon sehr, wenn es wirklich mal kritisch und schwierig wird und es kommt vor. Du wolltest gerade noch sagen, was ihr denn so beschließt. Wenn ihr einstimmig alles beschließen müsst, was müsst ihr denn, was beschließt ihr denn so? Beispielsweise, wenn das Reichstagspräsidentenpalais an einzelnen Stellen bauliche Schwierigkeiten hat, dann müssen wir uns einigen, was wir da machen. Das ist ein 100 Jahre altes Gebäude. Aber auf der anderen Seite, wir haben unsere Termine im Jahresverlauf, über die wir uns einigen müssen, bei dem wir überlegen müssen, was wir jetzt hier von außen an tüchtigen Leuten mit dazu bitten. Im Grunde ist es hier etwas, was nicht Politik bedeutet, sondern was die Gemeinschaft von Politikern bedeutet. Bist du da der Vorsitzende, weil du in der CDU bist oder weil du der älteste Parlamentarier bist oder wird da der beste, beliebteste gewählt? Ja, traditionell ist der Präsident aus der stärksten Fraktion. Das war nun öfter mal die CDU gewesen. Aber dann deutet man das aus in einem freundschaftlichen Gespräch. Da schaut man, wer es kann und wer es will und wen alle gerne sehen würden. Und bis jetzt hat sich das bewährt. Kommen wir mal zu deiner Biografie, wie du überhaupt da hingekommen bist. Du bist schon vor dem Krieg geboren, oder? 1935, ja. So kann man sehen. Hast du noch vom Krieg mitbekommen? Ja, natürlich. Ja? Also ich war in Frankfurt hier in den ersten Kriegsjahren und da waren wir in den Kellern gesessen bei den Bombenangriffen und haben gehört, wie dann die Bomben gefallen sind und haben in der Früh dann gesehen, ob in der Nachbarschaft Häuser getroffen worden waren und, als Trümmerhaufen da lagen. Also diese Zeit habe ich miterlebt. Ich war dann hier in den letzten zwei Kriegsjahren, 43 bis 45, evakuiert. Da wurden die Frauen und Kinder aufs Land geschickt, wo das möglich war. Und das war eine wirklich schöne Zeit in Gmund am Tegernsee. Da bin ich in die Schule gegangen. Und 1945, beim Zusammenbruch, da haben wir dann hier die Ausläufer der deutschen Wehrmacht gesehen, die sich dann in den Bergen verloren haben. Da stand hier ein kleines Stück von uns entfernt ein verlassener Panzer im Wald. Dann standen LKWs mit allen möglichen Restwaffen, auch mit Munition, die auf den Feldern lagen. Also es war eine unruhige Zeit, aber für Kinder war das hier in Bayern ein sehr schöner Platz zum Überleben. Hat der kleine Heinz da auf den Panzern gespielt dann? Ich gebe zu, ich bin da in den Panzer reingestiegen, aber meine Mutter hatte mir gesagt, nimm nichts, was du findest. Sie war immer in der Sorge gewesen, dass ich dann mit einem Gürtel Maschinengewehrmunition nach Hause komme. Und insofern, das hat mir hinterher leid getan, da war ein großartiger Werkzeugkasten, der wäre damals was Schönes gewesen. Aber ich bin reingeklettert und habe mir das angeschaut, aber ich habe das alles hier brav liegen gelassen. Und der Panzer, der stand auch noch ein halbes Jahr später da drin rum. Ja? Also es war schon eine Zeit, in der hier sich sehr vieles massiv geändert hat. Ich meine, so kurz nachdem der Krieg vorbei war, was habt ihr da, was war deine Mutter, wie hat die dich auch vorbereitet? Heinz, das wird jetzt eine ganz neue Welt, oder? Nee, das ist aus unserer sehr entfernten Verwandtschaft kam in den letzten Tagen ein Soldat hier vorbei und erzählte dann, was jetzt an der Front gegangen war. In den letzten Tagen des Kriegs fiel ein Bruder meiner Mutter im Schwarzwald, der hier Oberstleutnant bei der Luftwaffe gewesen war. Und das waren alles so einzelne Erfahrungen, einzelne Auskünfte. Mein Vater, der war über die ganze Zeit hier im Beruf hier in Frankfurt gewesen. Und der kam in den letzten Wochen des Kriegs dann. Und da kamen dann lauter so einzelne Informationen.
Auch als die amerikanischen Soldaten in das Bauernhaus kamen, wo wir damals beisammen waren, da war es schon so, das waren halt die allerersten Truppen und die suchten, was jetzt hier an Wertgegenständen, an Geld zu finden ist. Die haben euch ausgeplündert, oder was? Das war hier, sie haben schon einiges mitgenommen, ja. Bei anderes haben wir dann hier sorgfältig versteckt gehabt, das war nicht gefunden geworden. Eine Leica mit den Bildern von meiner Erstkommunion ist hier gestohlen worden, mitgenommen worden. Aber im Übrigen lief das alles hier relativ glatt und friedlich. Und danach war es halt so, dass wir noch einige Monate da blieben und dann nach Frankfurt zurückgekommen sind, wo das Haus, in dem wir gelebt haben, stark beschädigt war, aber es stand noch. Und war auch kein Problem, da wieder reinzukommen. Nein, da war jetzt eine Flüchtlingsfamilie, Flüchtlinge auch damals, deutsche Flüchtlinge, drin gewesen. Und mit denen haben wir uns dann geeinigt und den Raum geteilt. Und im Hintergarten, der vorher ein Ziergarten war, haben wir Tomaten angepflanzt. Also ringsum waren in den Straßen die Trümmerhaufen der zerstörten Häuser. Ich war damals 10, 12 Jahre alt, da sind wir dann durch die alten Trümmerhaufen gelaufen und haben die Bleirohre gesammelt und das Kupfer und haben das hier bei Althändlern verkauft. Und das sind alles Berufe, die jetzt ausgestorben sind, gell? Die Sammler gingen durch die Straße, Lumpen, Hochen, Eisen und Papier, das wurde alles gesammelt und Pferdeäpfel wurden gesammelt, um die Tomaten zu düngen. Also es war eine andere Zeit, aber es war andererseits auch eine Zeit, wo insbesondere dann bei der Währungsreform, da war ich dann so knapp 13 Jahre alt, als man dann das Gefühl hat, es geht wirklich voran. Es entsteht vieles neu und dort wird gebaut und hier wird gebaut und die Leute haben immer mehr Arbeit. Das heißt also, es war schon auch eine sehr zuversichtliche Zeit. Es kommt ja nie darauf an, wie eine Situation ist. Es kommt darauf an, wie eine Tendenz ist. Wenn eine schwierige Situation sich zum Besseren entwickelt, ist es gut. Ja? Wenn eine gute Situation stagniert, dann kann das problematisch sein. Heute geht es den jungen Leuten in Deutschland so gut, wie es ihnen noch nie gegangen ist, mit den Aussichten im Arbeitsmarkt. Wir haben eine Jugendarbeitslosigkeit, die geringer ist als in irgendeinem anderen europäischen Land. Das heißt also, die Berufschancen von jungen Leuten, die aus Studium oder Lehre kommen, waren noch nie so gut wie heute. Aber das ist schon seit einiger Zeit so. Und deshalb ist das allgemeine Gefühl nicht unbedingt von einem fröhlichen Unternehmungsgeist geprägt. Damals war es so, dass die Situation schlecht gewesen ist. Alle waren gleichermaßen arm dran. Aber es ging voran. Und deshalb war das, was ich erinnere, ich will nicht behaupten, dass das hier ein umfragengestützter völkischer Geist, was immer völkisch heißen mag, gewesen ist. Damals war das allgemeine Gefühl schon dies, es geht voran und es ist gut. Du bist aber währenddessen zur Schule gegangen, oder? Ja, natürlich. Hast du Abi gemacht und so? Ja, in Frankfurt. Da war ich auf dem humanistischen Gymnasium und habe Griechisch und Latein gelernt. Und das war eine sehr gute Schule gewesen. Wir hatten wirklich engagierte Lehrer. Damals wurde Französisch und Englisch und Spanisch angeboten. Englisch war Teil des Unterrichts in den letzten 3 Jahren. Französisch und Spanisch, das konnte man in der Früh von 7 bis 8 lernen oder mittags von 13 bis 14 Uhr. Und Hebräisch wurde angeboten, das habe ich nie gemacht. Aber das war eine gute Zeit, in der sehr viel entstanden ist. Dann kam ich an die Frankfurter Universität, dort habe ich angefangen. Ganz kurz noch, wolltest du nach dem Abi das werden, was du später geworden bist oder was du jetzt zum Beispiel bist? Also an Politik habe ich damals eigentlich nicht gedacht. Ja. Woran hast du denn gedacht? Ja, also
damals war Adorno in Frankfurt und Horkheimer an der Frankfurter Universität. Und noch einige andere Leute, die mit einem sehr frischen Geist und gleichzeitig großer Erfahrung an der Universität gearbeitet haben. Und das war schon eine faszinierende Sache. Und das war eigentlich das, was mich interessiert hat, Sozialwissenschaften, Philosophie, Politikwissenschaften, das war damals ein kleines Fach. Aber die andere Seite war, ich habe mir überlegt, wo willst du in den nächsten Jahren dein Geld verdienen und du willst international beweglich sein. Ich habe Chemie studiert, ich habe noch Volkswirtschaft dazu studiert. Ich habe dann eigentlich in den ersten Jahren in Frankfurt mehr bei Horkheimer und bei Adorno. Bei Adorno war ich im Oberseminar, obwohl ich da überhaupt nicht hätte reingehen dürfen, aber ich war da sehr stetig dabei gewesen. Jetzt musst du den Zuschauern ganz kurz erklären, wer Theodor Adorno ist. Ah ja, also Theodor Adorno kam aus USA zurück. Und er war früher mal in Deutschland als Wissenschaftler gewesen, Sozialwissenschaftler. Er kam zurück und brachte ein sehr frisches und unabhängiges Denken in die Universitäten. Der war später, so sagte man, als einer der großen Leute der Frankfurter Schule, einer von denen, die auf die dann die 68er Bewegung, die Studentenrevolte in Deutschland zurückgeführt wurde. Er war am Schluss hier ziemlich unglücklich mit dem, was daraus entstanden war. Aber aus seinem kritischen Geist und aus seiner brillanten, intelligenten Analyse von Verhältnissen und bei seiner manchmal sehr kühnen Aufstellung von Thesen zur Wirklichkeit, da entstand dann her eine sehr unternehmende und aufmüpfige und in vielen Punkten auch intelligente Studentenschaft. Das war an den Universitäten eine unruhige Zeit. Das war zum Teil hier sehr kontrovers, auch mit Demonstrationen. Hat er dich auch angesteckt? Ich muss sagen, ich war immer anderer Ansicht als er. Und ich fand es immer faszinierend, auch mal mit ihm zu streiten. In den Seminaren konnte man das und er hat das hier völlig akzeptiert. Ich war damals hier Landesvorsitzender Jungen Union gewesen, der Hessischen Jungen Union, das ist die Jugendorganisation der CDU. Und ich habe damals einen Hochschulkongress der Jungen Union in der Frankfurter Universität gemacht, die damals von Linken und aufsässigen Gruppen hier fröhlich beherrscht wurde. Und wir haben dann den größten Hörsaal genommen und freuten uns über den Zustrom, aber das waren alles Linke. Wir hatten die ersten zwei, drei Bankreihen gehabt mit unseren eigenen Leuten. Der Rest war anderer Meinung. Aber ich habe damals den Kultusminister Schütte eingeladen und Gerhard Stoltenberg, der damals hier ein aufstrebender CDU-Mann gewesen ist, später Ministerpräsident in Schleswig-Holstein, später Finanzminister. Das heißt also, es war schon eine muntere Sache. Aber dadurch, dass das Podium gemischt war, gut, die haben uns mir einmal die Mikrofonkabel durchgeschnitten, dann habe ich mir von einem der Sprecher ein Megafon ausgeliehen. Also es lief dann schon gut. Und es war eine heftige Zeit, aber es war eine interessante Zeit, es war eine sehr kontroverse Zeit. Und für die einen war es der Aufbruch in eine neue Welt, für die andere war es eine interessante Lage, in der man überprüfen konnte, ob der eigene Standpunkt und die eigene Meinung tragfähig ist in einem streitigen Gespräch und gegebenenfalls auch in demonstrativen Auseinandersetzungen. Das ist gerade die 68er-Bewegung schon angesprochen. Du warst wahrscheinlich ein bisschen zu alt, um Teil der Studentenbewegung zu sein. Aber da war ich ein bisschen älter. Ja. Aber hast du mit der Bewegung sympathisiert? Also ich fand die Sache munter, aber es war nicht mein Ding. Ich war hier in zu vielen Punkten anderer Auffassung. Ich fand es gut, dass einiges, was
doch in den Universitäten ziemlich stur geworden war, aufgemischt worden ist. Das war hilfreich. Ich fand es nicht gut, dass hier, also gut, ich bin Chemiker, wir sind ein arbeitsames Volk, gell? Wenn wir hier eine interessante Vorlesung haben und dann kommen so ein paar Sozialwissenschaftler rein und wollen für das gute Menschen und die hohen Ideale abstrakter Form die demonstrieren, dann ist es etwas, was eher als störend empfunden wird. Gell? Mhm. Es war auch so, dass in den unterschiedlichen Fachschaften in Frankfurt die Studentenbewegung unterschiedlich virulent war. Bei den Naturwissenschaften war das alles ziemlich solid. Auch bei den Juristen war das relativ konservativ geblieben. Aber bei vielen Geisteswissenschaften, da war die 68er Bewegung sehr lebhaft. Und es war in Frankfurt eine starke Bewegung, die schon sehr heftig aufgebaut hat. Es hat mir zum Beispiel, wir hatten letztens mit Hans-Christian Ströbele geredet. Ja. Der hat da auch zu der Zeit studiert, ja. Und meinte so, er hatte viele Professoren, die Altnazis waren. Hattest du sowas auch? Nicht, dass ich dieses hier wahrgenommen hätte. Wir hatten einige wirklich gute Leute. Also Coing, der damals Rektor der Universität war, war ein sehr kluger und souveräner Herr. Aber ich glaube nicht, dass der irgendwo... Ich versuche jetzt die zu erinnern, die gut gewesen sind, die interessant waren. Die Schlechten vergisst man ja eh. Die Schlechten vergisst man eh, ja, unabhängig davon, was sie waren. Und da muss ich sagen, in den Naturwissenschaften fällt mir nicht einer ein. Da waren wirklich gute Leute. Im VWL? Da hatten wir einen jungen Professor, der war gut gewesen, aber... Ich glaube nicht, dass der da irgendeine Vergangenheit hatte. Also das, ich mag den Ströbele, ja, aber der Ströbele, der ja eine sehr farbige politische Karriere gemacht hat, durch verschiedene Welten geschritten ist, der hat eine sehr spezifische Sensibilität in einzelnen Bereichen, die als Elemente von einer politischen Auseinandersetzung durchaus gut und wichtig ist. Aber es ist halt ein Spezifikum, gell? Also, schauen Sie mal, da gab's Leute, die waren durchaus schon zu der Nazi-Zeit prominent. In München, als ich dort studiert habe, war der Butenandt gewesen. Das war ein Mann, der hier während der Nazi-Zeit, unabhängig davon, dass das Nazi-Zeit war, den Nobelpreis kriegte. Das war ein glanzvoller Naturwissenschaftler und es war eine reine Freude, ihm zuzuhören mit intellektueller Brillanz und mit persönlicher Bescheidenheit und mit einem großen, souveränen Überblick über das Fach. Aber die Eindrücke, die aus der Zeit sind, gehen nicht nach den Kategorien der 30er Jahre. Die Eindrücke in München, da war es hier Franzis und Franzen und Vögelin, das waren hier Politikwissenschaftler. Das war Romano Guardini, der damals hier im deutschen Katholizismus ein sehr wichtiger Mann gewesen ist. Das Butenandt natürlich, es waren im Fach, in meinem eigenen Fach in der Chemie hervorragende Leute. Aber ich muss sagen, ich habe mir immer die besten Leute gesucht, um zuzuhören, auch wenn die nicht in meinem Fach sind, gell? Ich habe mich nie so sehr interessiert, was jetzt historische Vergangenheiten dazu sind. Vielleicht war das richtig, vielleicht war das falsch, aber ich muss sagen, am meisten lernt man von den brillanten Leuten und meistens sind es auch Leute, die während der Nazi-Zeit hier ganz anderes im Kopf hatten als die Nazis. Wer war in deiner Jugendzeit dein Vorbild? Also irgendwie hattest du Vorbilderhelden? Ja, ich habe eigentlich nie zur Heldenverehrung geneigt. Ich muss es ehrlich zugeben. Also ich muss sagen, ich habe mich immer daran gefreut, wenn ich jemanden getroffen habe, der wirklich gut war und bei dem er das Gefühl hat, dass ihm das, was er tut, wirklich wichtig ist.
dass er nicht nur seine Vorlesung macht, um sein Brot zu verdienen, dass er nicht nur in der Wirtschaft arbeitet, um Karriere zu machen, sondern dass er reingeht, weil ihm etwas wichtig ist, ja, weil er etwas wichtig ist. Und solche Leute kennenzulernen oder ihnen auch nur zuzuhören, das war immer das Interessante. Und auch später in den Jahren, auch jetzt in der Zeit als Abgeordneter, der Abgeordnete hat ja eine einzige Situation, eine einzigartige Situation. Er ist überall zu Hause. Ja? Wenn ich hier zum Anglerverein oder zu den Kleingärtnern im Wahlkreis gehe, gehöre ich genauso dazu, wie wenn ich mich mit dem Senat einer großen Akademie unterhalte. Ja? Und das Schöne ist, dass man überall hier dazugehört, als Abgeordneten von allen, und über alles sprechen kann, was einem wichtig ist. Und dass man erstaunlich oft mit ganz vorzüglichen Leuten zu tun hat. Das sind nicht immer die glanzvollen Intellektuellen, gell? Wenn ich mich im Wahlkreis umschaue, ein tüchtiger Vereinsvorsitzender, der seinen Laden hier zusammenhält, der einen Sportverein führt, das kann ein ganz einfacher Mann sein, aber er will was. Und er baut daraus hier Autorität auf und motiviert Leute und reißt sie mit und zeigt auch jungen Leuten, die nachwachsen, wie man es machen kann. Also das Schöne ist, man trifft alle interessanten Leute aus den unterschiedlichsten Bereichen. Und das gilt hier auch in Berlin. Wenn ich irgendwo was wissen will, kann ich eigentlich jeden anrufen. Und dann finden wir uns zum Gespräch oder wir erklären es am Telefon. Das war eigentlich über die ganzen Jahrzehnte schon immer ein wichtiges Leitmotiv, das Privileg, mit guten Leuten zu reden. Irgendwann hast du dein Studium abgeschlossen in Chemie und Volkswirtschaft? Ich habe Chemie abgeschlossen. Ich habe in Volkswirtschaft kein Diplom gemacht. Ich bin dann in die Industrie gegangen. Das war auch dein Ziel, das wolltest du dann auch werden? Ja, ja. Okay. Das war genau das. Also, ich habe in anorganischer Chemie, was das auch immer ist, mein Diplom und mein Doktor gemacht. Und bin dann in die Industrie gegangen. Die Metallgesellschaft in Frankfurt war damals wahrscheinlich der internationalste Konzern, den es in Deutschland gab. Die gibt es heute leider nicht mehr, da ist einiges passiert. Nicht deine Schuld? Nein, nicht meine Schuld. Ich war dann Geschäftsführer von Tochtergesellschaften 15 Jahre lang. Und in der Zeit habe ich nebenher hier ein bisschen Politik gemacht. Ja, ich war der Vorsitzende der Jungen Union hier in Hessen. Dann hatten wir hier in Frankfurt ja immer eine sehr entschlossene SPD gehabt, die in der Regel mit absoluter Mehrheit dort regiert hat. Die CDU war lange in einer engen Zusammenarbeit mit der SPD dabei gewesen. Aber dann kam das Jahr 1970 und plötzlich fing die CDU an zu wachsen und niemand konnte sich's erklären. Und es stellte sich dann raus, dass so ungefähr 800 junge Leute, im Wesentlichen Leute aus Banken, Versicherungen, Industrie verabredet hatten mit dem Entschluss, die Frankfurter CDU zu übernehmen. Also als Reaktion zu der Studentenbewegung 68? Die hatten, ja, vielleicht war das ein Element. Die andere Seite war, die hatten das Gefühl, die CDU soll sich mal auf die Hinterfüße stellen und sich nicht immer mit der SPD einigen. Wenn es so bleibt, dann bleibt sie immer unter 30% und die SPD über 50%. Also es war eine andere Art der Revolution, jedenfalls nicht von links. Und ich war damals Vorsitzender von Sachsenhausen, Frankfurt-Sachsenhausen. Können wir mal ganz kurz zurückgehen? Warum bist du überhaupt in die CDU gegangen? Warum hast du dich für die CDU entschieden? Warum hast du nicht FDP oder SPD gemacht? Das ist eine richtige Frage. Also ich habe mir sie damals alle drei angeschaut. Die FDP war mir sympathisch gewesen. Da waren einige gute Leute. Aber ich habe mir gesagt, das Ding ist so klein. Gell? Wenn ich mal wirklich was Ernsthaftes machen will, dann brauche ich hier eine große Partei, die das auch durchsetzen kann.
Da kam noch die SPD in Frage. Und die SPD war damals in Frankfurt stark und sie hatte sehr gute Leute. Also damals war Schorsch Leber, der später Verteidigungsminister war, der damals Bundestagsabgeordneter war, der war auch Geschäftsführer der Baugewerkschaft gewesen. Den fand ich prima. Der hatte damals hier eine Initiative gestartet, die Arbeitnehmer an dem wachsenden Vermögen der Wirtschaft beteiligen sollte. Und das fand ich eine prima Idee. Immer noch? Ich habe das über die ganzen Jahre für richtig gehalten, aber die Fortschritte sind nicht gewaltig. Die Gewerkschaften waren mit der Idee nie glücklich, die Arbeitgeber meistens nicht. Und in der Politik war es dann auch immer wieder kontrovers. Und ich habe dann den Schorsch Leber angerufen und habe ihm gesagt, ob ich ihn mal besuchen könnte. Und dann sagte er, ja, eine halbe Stunde habe ich Zeit. Am Schluss saßen wir anderthalb Stunden zusammen und haben darüber gesprochen. Ich fand den prima und ich fand auch ihn auch prima in der Art, wie er jetzt hier Interessen seiner Gewerkschaften und der Arbeitnehmer, die er vertritt, jetzt hier umgesetzt hat in ganz handfeste Konzepte. Aber? Aber bei näherer Betrachtung war es so, ich habe mir dann angeschaut, was die sonst noch für Position hatte und die haben mir nicht uneingeschränkt gefallen. Zum Beispiel? Zum Beispiel schien es mir so zu sein, ich fand, es ist richtig, dass jeder die Möglichkeiten haben soll, aus seiner eigenen Tüchtigkeit und Leistung voranzukommen. Und bei der SPD, so hatte ich den Eindruck, war es mehr dazu, dass man sagen soll, da wollen wir mal schauen, dass der Staat für alle freundlich sorgt und dann wird jeder hier ebenfalls glücklich werden. Ich vereinfache, es ist eine komplizierte Sache, aber mein Eindruck war wirklich so, der Schwung und der Unternehmungsgeist und das Vertrauen darauf, dass der Einzelne hier aus seiner Tüchtigkeit sich selbst voranbringt und damit uns alle, der schien mir bei der CDU etwas lebhafter zu sein. Und deshalb bin ich da reingegangen, es waren dann auch hier. Ich habe eigentlich in der ganzen Zeit, wo ich hier politisch gearbeitet habe, bevor ich hier in Staatsamt kam, Minister wurde. In der ganzen Zeit habe ich immer mit Arbeitskreisen gearbeitet, mit so Themen, die mir wichtig waren. Damals war Anfang, so 63, 64, 65, kamen die ersten Statistiken raus, nach denen hier 50% der Kinder eines Altersjahrgangs aus Arbeiterfamilien kommen. Aber nur 5% der Studenten aus Arbeiterfamilien kommen. Und dies fand ich ein wirkliches Ärgernis, eine wirklich schlimme Vergeudung von Talenten und von Lebenschancen. Und das war mein erster Arbeitskreis gewesen. Ja. Und so habe ich über die Jahre hier immer wieder an Themen gearbeitet, versucht hier aus der Jungen Union, aus der CDU vernünftige Leute zu kriegen. Aber die Chance war eben auch, dass man hier außerhalb Leute ranziehen konnte. Also ich habe damals war die Gruppe 47, die galt als eine brillante linke Intellektuellentruppe. Ja? Du musst kurz erklären, wer da alles drin war. Ja, also der Wagenbach, der hat seinen Verlag später gegründet. Der Richter war über die Zeit lang der Vorsitzende. Der Enzensberger war dabei gewesen, wenn ich das recht im Sinn habe. Günter Grass natürlich, ja, mit dem ich auch mal hier, der übrigens... Mit dem habe ich mal hier eine Podiumsdiskussion im Hessischen Rundfunk gemacht und dann haben wir danach geschwätzt. Und dann sagte ich, das Schlechte ist, ich rede nicht bei Ihren Leuten und Sie reden nicht bei meinen Leuten. Und dann sagte sie, Herr Riesenhuber, wir haben jetzt eine Juso-Veranstaltung im Gesellschaftshaus im Zoo, wollen Sie ihn? Habe ich gesagt, bitteschön, Herr Grass, wenn Sie mich einladen, gehen wir zusammen hin. Ja? Hast du das gemacht? Ja, natürlich habe ich das gemacht. Und, du bei den Jusos? Ja, natürlich. Das war im Gesellschaftshaus und es war munter und sie haben dazwischen gepfiffen und geschrien. Aber der Grass faltete seine Hände über den Bauch und saß daneben und hat gegrinst. Und das war hier eine muntere Veranstaltung. Das war hier jetzt nur 20 Minuten oder 25, denn die wollten ja auch den Grass haben. Ja.
Aber der Grass sagte hier, ich habe euch den Riesenhummer mitgebracht, hört euch mal an, was der zu sagen hat. Und das fand ich gut und ich fand es auch immer wieder gut, wenn man hier auf ganz andere Veranstaltungen hingeht und dann hier im Gespräch einfach, Herrgott, im Wahlkreis viel später, da war ich Abgeordneter, bin ich im 1. Mai mal hier in Hattersheim rumgekommen, da sah ich ein großes Zelt der SPD, die haben den 1. Mai gefeiert und hatten alle möglichen prominenten Redner da. Und ich ging rein und habe den Bürgermeister begrüßt, der dort saß, und dann sagte ich, sagen Sie mal, das läuft ja alles so nett, haben Sie was dagegen, wenn ich mal hier ein paar Worte sage? Und dann habe ich hier, damals waren wir nicht in der Koalition, notabene, dann habe ich hier eine kleine Rede gehalten und das war ja mein Wahlkreis, die Leute kannten mich, das war auch alles in Ordnung. Also, mir scheint's immer schwierig, wenn die Leute in ihrem eigenen Saft leben und nur das, ja. Und wenn man sich anschaut, das ist jetzt ein großer Sprung, aber wir kommen gleich wieder zurück. Wenn man sich anschaut, wie das jetzt in Amerika läuft, ja, wo hier nur noch die Gleichgesinnten mit den Gleichgesinnten sprechen, die Demokraten mit den Demokraten und die Republikaner mit den Republikanern und die einander hier wirklich hassen. Wenn ich sehe, wie das jetzt in Frankreich zu laufen scheint, wo hier wirklich die Feindseligkeit zwischen den verschiedenen politischen Lagern hier groß ist, bis dazu, dass die Leute einfach nicht mehr miteinander an die Probleme rangehen, sondern einander bekämpfen. Da muss ich sagen, haben wir in Deutschland doch eine prächtige und lebendige Kultur, in der das Gespräch immer noch möglich ist. Gibt es Abgeordnete jetzt, die du hast oder einfach nicht abkannst? Brauchst du jetzt keine Namen sein, aber gibt es da welche? Naja, also ich muss sagen, wirklich in Abneigung bin ich keinem verbunden. Ja? Auch Sarah, aber Sarah Wagenknecht hörst du gerne zu? Ach, das, da bin ich entspannt. Die fährt ihren Stil in einer... Herrgott, mit dem bin ich in keiner Weise, in keinem Punkt einig. Ich glaube nicht, dass wir ein einzig... Gut, wenn wir über Literatur sprechen, dann kann das sein. Aber er ist ein intelligenter und ein fröhlicher Kerl und er will was und er kann auch was. Und solche Leute, das ist immer ein Gewinn für ein Parlament und man freut sich, dass sie dabei sind, gell? Also, ich tue mir manchmal schwer mit wirklich dummen Leuten. Die gibt es auch. Die gibt es überall. Ja. Die gibt es sogar im Parlament. Das merken sie sehr schnell. Ja. Also es gibt da, man merkt es im Grunde daran, dass hier, wenn man mit denen 5 Minuten geredet hat, nichts an Beweglichkeit und nichts an inhaltliche Reaktion kommt. Ja. Aber im Grunde ist es erfreulich, dass die Zahl der vernünftigen Leute überwiegen und einige sind auch wirklich klug. Ja? Intelligenz ist weit verbreitet, Klugheit ist erkennbar seltener. Ja? Aber auch das gibt es durchaus und selbst im Parlament. So, apropos Parlament, du bist, glaube ich, wann bist du in den Bundestag gekommen? 76. War das der Plan? Wolltest du das? Oder hat die CDU gesagt, ja, so, Heinz, wir brauchen da jemanden? Die Sache war so, ich bin ja, ich glaube, 61 oder 62, so um die Zeit, in die CDU gegangen. Und nach 3 Jahren sagte ich dann, jetzt gehe ich in den Bundestag. Das war zugegebenermaßen ein etwas kühnes Unterfangen. Ja. Die Hessische Junge Union hat mich zum Spitzenkandidaten gemacht. Ich habe mich dann um einen Frankfurter Wahlkreis beworben. Und ich bin heute noch dankbar dafür, dass mich damals der Fraktionsvorsitzende Frankfurter CDU, ein bewährter und erfahrener Mann, mit, ich glaube, 64 zu 61 Stimmen auf dem Parteitag geschlagen hat. Bist du froh drüber? Bitte? Da bist du froh drüber? Ja, da war ich froh. Heute ja. Warum? Damals habe ich mich geärgert. Aber damals... Warum bist du heute froh? Weil ich habe mir damals gesagt, okay, das war wert, dass wir es probiert haben. Aber jetzt mache ich mal 10 Jahre meinen gelernten Beruf
Und dann, wenn ich da noch Lust habe, dann schaue ich mal, ob ich mich um ein Mandat bewerbe. Aber in der Zeit, gut, politische Arbeit in der Partei, in der Jungen Union, aber kein Amt, kein Mandat, nichts, wo ich die Termine nicht selbst bestimmen darf. Und da bin ich dann in die Industrie gegangen und habe dort meine Arbeit gemacht und es lief auch ausgezeichnet. Und 1975 waren halt die 10 Jahre vorbei, ungefähr. Und da war es dann so, dass ich hier gesagt habe, jetzt ist es ganz sinnvoll, das zu probieren. Allerdings habe ich mir damals gesagt, ich will das jetzt für 2 Perioden machen, nicht länger. Und dann gehe ich wieder in die Industrie. Denn die Industrie hat mich wirklich geärgert. Die Industrie denkt völlig anders als die Politik. Und in der Industrie, da wird das rational aufgearbeitet, dann entschieden. Da kommt auch manchmal Menschelei rein. Das ist schon in Ordnung. Aber in der Politik sind die Mechanismen anders. Und andererseits, Politik und Wirtschaft sind in einer Weise aufeinander angewiesen. Und es schien mir immer misslich. Der Stoltenberg hat damals ein Buch geschrieben, Staat, Wissenschaft und Wirtschaft als Partner. Das fand ich ganz interessant, ja, weil es gerade die Schnittstellen behandelt hat. Und ich sagte also, ich gehe jetzt hier für 8 Jahre in die Politik und dann gehe ich zurück in die Industrie. Ich war damals Geschäftsführer von einem Unternehmen gewesen. Du warst ein bisschen naiv, oder? Also hat ja nicht geklappt. Naja, also das war die zweite. Das war 76 gewesen, gell? Also das erste war hier Anfang der 60er Ja, Jahre. Und beim aber zweiten Mal habe ich dann kandidiert und der Party, ich bin dann hier, habe den Wahlkreis dann gekriegt und Ich meine, du meinst, du wolltest nur 8 Jahre machen. Ist ein bisschen ja, länger. da gebe ich zu, das hat nicht geklappt. Und zwar war das so, nach 6 Jahren fragte mich der Kohl, ob ich sein Forschungsminister werden wollte. Und das ist etwas, was man nicht ablehnt, besonders weil das jetzt wirklich mein Arbeitsgebiet war. Ja. Also, Also als Kohl Kanzler wurde, bist du ins Kabinett gekommen. so ist es. Also, Da wolltest du nicht Nein sagen, oder warum hast du Helmut nicht gesagt? Helmut, ich habe hier meiner Frau gesagt, ich mache hier nur 8 Jahre. Also, ich hatte in der ganzen Zeit hier schon an Themen gearbeitet, die mir wichtig waren. Gell? Es war nicht nur ein Spielbein. Ich habe hier 1900, ich glaube, das war 78 gewesen, das erste Energieprogramm geschrieben, das irgendeine politische Partei hatte und das hat die Bundes-CDU dann auf dem Parteitag verabschiedet. Dann fragte mich der Kohl, wollen Sie nicht hier ein Umweltprogramm schreiben? Und Umwelt war damals hier noch eine Sache, die im politischen Programm wenig strukturiert war. Ja? Die Grünen waren ja noch nicht im Bundestag, wenn ich das recht erinnere. Und ich habe mich dann hier dran gemacht und habe einen Arbeitskreis zusammengeholt. Wieder einen Arbeitskreis, gell? Da habe ich hier einerseits Leute aus der Politik gehört, andererseits die besten Leute, die ich aus Wissenschaft und Wirtschaft kriegen konnte. Also Herr Bund war damals der Vorsitzende der Ruhrkohle AG und das war die gesamte Ruhrkohle gewesen. Dann hatte ich hier Vorstände aus ganz unterschiedlichen Unternehmen. Herr Schneider war damals Professor Schneider, der Energiepapst in Deutschland und ich hatte 2, 3 andere Wissenschaftler. Und da habe ich dann wirklich einen Kreis der besten Leute hier beisammen gehabt. Haben die gesagt, dass Atomkraft schlecht ist? Kohle, Nee, nee, umweltschädlich? nee. Also ich habe da natürlich den Herrn Bund von der Kohle über seine Meinung zum Öl und zur Kernkraft gefragt. Und ich habe die Kernkraft gefragt, was sie von der Kohle halten, gell? Nur so kommt man zu Ergebnissen. Aber es war durchaus so, dass nach relativ kurzer Diskussion gab es schon einen Konsens, dass wir schauen müssen, dass wir sämtliche Energien, Primärenergien und Energietechniken nach ihren besten Möglichkeiten zu entwickeln haben. Nur, wie spielt es zusammen und was ist was? Und ich war in der Tat damals schon der Überzeugung, dass Kernkraft eine großartige Chance ist, knappe Ressourcen zu ersetzen durch
technische Intelligenz und durch Kapital. Und das schien mir für eine starke Industrienation eine großartige Sache zu sein. Das Atommüllproblem hattet ihr damals noch nicht auf dem Schirm? Ja, das hatten wir schon. Also im Grunde war es ja so, die SPD hatte hier, war ja damals in der Region gewesen und unter der SPD waren die Reaktoren gebaut worden. Und die SPD hatte dann durchaus schon die Frage des Atomendlagers, der Frage der Entsorgung, das gab es schon. Ja, die Diskussion war da. Aber in der Zeit war es damals wirklich so, okay, wir sind jetzt in den 70er Jahren, gell? Damals war es so, dass über Probleme, die uns heute sehr befassen, der Klimawandel, der Treibhauseffekt, kein Mensch sprach. Ja? Es gab damals hier... Du warst doch Forschungsminister. Ja, das war ich da noch nicht. Das war ich da noch nicht. Okay. Wir sind gerade noch in den 70ern. Und damals habe ich hier auch im Zusammenhang mit dem Energieprogramm und dem Umweltprogramm, das ich danach geschrieben habe, ein paar Punkte gehabt, die mir unheimlich waren. Und da gab es einen Professor in Bonn, das war der einzige in Deutschland, der meinte, dass Treibhauseffekt ein wirkliches Risiko sein sollte, wenn wir mehr Kohle verbrennen. Ja? Und Professor Flohn war das gewesen. Und, das war der Einzige. Das war ja der Einzige in Deutschland, der dieses hier als Problem ernst nahm. Und mit dem habe ich mich zusammengesetzt und ich habe den dann hier auch mal reingehört, geholt in meinen Arbeitskreis zur Umwelt. Und ich habe mal mit dem eine Pressekonferenz gemacht, für die sich kein Schwein interessiert hatte. Und damals war die Sache Treibhauseffekt schon eines der Themen. Ja? Und ich dachte, wenn du mit Kernenergie hier vernünftig umgehen kannst, dann ist es hier wahrscheinlich eine der guten Strategien gegen den Treibhauseffekt. Denn mit den erneuerbaren Energien war damals, wir waren ja noch in der Opposition, noch wenig passiert. Ja. Ja? Okay, und daraus entstand dann hier, jetzt schlage ich den Bogen zurück, zu dem Punkt, wo du mir gesagt hast, dass der Kohl mich hier ins Kabinett hier eingeladen hat. In der Zeit brummte die ganze Fraktion, jeder hatte so im Gefühl, dass sich das ändert. Und jeder sagte, wenn du mir hilfst, dass ich Staatssekretär werde, dann kriegst du meinen Sitz als Ausschussvorsitzender und solche Geschichten. Ja. Kuhhandel, ja. Was mich hier eigentlich gar nicht interessiert hatte, denn ich wusste, ich gehe nach 2 Jahren dann wieder in die Industrie zurück. Ja. Und als es klar war, dass der Regierungswechsel kommt, hatte Helmut Kohl so ein paar Tage vor dem Anfang Oktober, von dem Termin Anfang Oktober, gesagt, setzen Sie sich mal mit mir da hinten auf die Bank im Plenum. Und dann fragt er mich, wollen Sie mit mir auf die Regierungsbank? Und habe ich ihm gesagt... Was? Wie kommst du denn darauf? nee, ich habe ihm gesagt, Herr Kohl, also ich dachte, ich könnte es damit erledigen. Staatssekretär mache ich nicht. Dann, und ich dachte, damit ist die Sache jetzt erledigt. Denn dann sagte der Kohl, nee, das habe ich auch nicht gedacht. Dann sagte ich, ja gut, also... ich könnte mir 2 Ministerien vorstellen, wenn Sie mich so aus dem Stand fragen. Das eine können Sie mir nicht geben und bei dem anderen weiß ich nicht, was Sie vorhaben. Jetzt musst du beide nennen. Dann sagt er, ja, was ist es? Sage ich ihm, ja, das Wirtschaftsministerium wird der Lambsdorff behalten, ist klar. Ein Forschungsministerium, da habe ich keine Ahnung, was Sie vorhaben. Also er sagt, ja, das will ich Ihnen vorschlagen. Und da habe ich gesagt, also gut, lassen Sie mich jetzt mal hier telefonieren. Wen hast du angerufen? Ich habe erst meine Frau angerufen und die war erstens
ebenso verblüfft als wie ich, denn ich hatte mich da wirklich nicht gekehrt. Andererseits war sie sturmerprobt und sie sagt also, wenn du es machen willst, dann mach es, das kriegen wir genauso hin. Ja? Und dann rief ich hier bei meinem Aufsichtsrat an, denn ich war immer noch Geschäftsführer eines Industrieunternehmens gewesen. Ja? Ach, nebenbei? Ja, ja. Du warst Abgeordneter und... Ich war Abgeordneter, ich habe das Umweltprogramm geschrieben, ich habe das Energieprogramm geschrieben. Ich saß im Forschungsausschuss des Bundestags und ich war Geschäftsführer von einem Industrieunternehmen, zusammen mit einem Kollegen, der Kaufmann ist. Und das lässt sich vereinbaren, ne? Das war damals legaliter, also rechtlich möglich, das war zulässig. Ich hatte es dem Kohl auch gesagt, bevor ich im Bundestag gegangen bin, dass ich es weitermachen will. Und er sagte damals, ich glaube nicht, dass Sie das hinkriegen, aber bitteschön, wenn Sie es versuchen wollen. Aber die Firma hat sich in den Jahren glänzend entwickelt. Also wir haben einiges an neuer Technik eingeführt und das hat sich bewährt. Ja gut, und dann habe ich also mit meinem Aufsichtsrat geredet. Und das war die Hälfte Amerikaner, die Hälfte Deutschen. Und okay, also die sagten, wenn du das willst, dann kannst du es machen. Ja. Erklär noch mal ganz kurz, was war das für eine Firma? Das war eine Firma, die eine Fabrik für Latex hatte. Latex, das ist das, was beispielsweise hinten auf dem Teppichrücken drauf ist, der Schaum. Latex, das nehmen sie für Klebstoffe. Kondome. Kondome haben wir nicht gemacht. Das ist sicher ein interessantes Produkt. Aber das, also es waren technische Produkte. Und die war hier 10 Jahre vorher gegründet worden, bevor ich dazu kam und hatte noch nie Gewinn gemacht. War aber deshalb sehr interessant, weil sie Technik von einer amerikanischen Firma hat. 50-50 Deutsche und Amerikaner, war auch als Erfahrung enorm. Man hatte amerikanische Partnerfirmen, mit denen man zu reden hatte. Dabei habe ich sehr viel gelernt. Und in dieser Firma war dann ein Kaufmann, mein Kollege und ich als Techniker und wir haben den Laden vorangebracht. Und das war insofern toll, weil ich da völlig frei gestalten konnte. Also ich habe hier unsere Fabrik, die im Harz lag, bei Langelsheim in der Nähe von Goslar, ein paar neue Techniken eingeführt, die es vorher in dieser Branche noch nicht gab. Und die haben sich sehr bewährt. Und wir hatten einen Betriebsrat, der nicht einfach war, der war ziemlich links, um es höflich zu sagen. Und unsere Konkurrenz, die großen Unternehmen, die haben 7 Tage der Woche gearbeitet. Und wir konnten nur bis Samstag früh arbeiten, sodass wir immer im Nachteil waren. Und der Betriebsrat hatte es immer verweigert. Und ich habe mich dann mit dem Betriebsrat zusammengesetzt und wir haben 1,5 Tage lang diskutiert. Und am Schluss waren wir uns einig. Dann ging ich wieder zur niedersächsischen Landesregierung, die ja damals SPD waren, mit meinem Betriebsratsvorsitzenden. Und der Staatssekretär, zu dem ich da kam, der war sehr fröhlich und sagte, Herr Riesenhuber, wir wissen schon, warum Sie kommen, Sie wollen die Sonntagsarbeit. Da habe ich gesagt, Herr Staatssekretär, da kann ich Ihnen gar nichts sagen, aber mein Betriebsratsvorsitzender hat was vorzutragen. Und nachdem wir uns geeinigt hatten, zu durchaus großzügigen Bedingungen, das waren Bedingungen, mit denen ich dann auch mit anderen Arbeitgebern einen kleinen Ärger hatte, weil die nicht hier landesüblich waren in Niedersachsen. Aber das war alles etwas, was hier im Betriebsvereinbarung festgeschrieben war. Und am Schluss des Gesprächs kamen wir dann raus und hatten die Sonntagsgenehmigung, ja. Und der Betriebsrat wusste, wo ich politisch stehe. Ich wusste, wo der Betriebsrat politisch steht. Aber wir wussten, dass wir beide den Laden voranbringen können. Und das war hier schon eine wirklich gute Zeit. Da gab es manchmal auch kritische Situationen. Wir hatten mal eine Zeit, da
funktionierte die Anlage nicht und anstatt der Latex, das ist so eine dünne Milch, ja, kam der Reaktor ständig zum Stillstand und alles verbuck und musste dann hier mit Presslufthebern abgebaut werden, also eine schreckliche Angelegenheit. Und damals war das dann so, dass hier wirklich die ganze Mannschaft zusammengespielt hat. Also ich habe nachts auf dem Feldbett im Werk geschlafen und wenn irgendwas war, kam es raus. Und dann haben wir eine Lösung gefunden. Das führt zu weit, wenn ich die jetzt hier gefunden. Das führt zu weit, wenn ich die jetzt erzähle. Aber es war hier schon so, dass wir da in der Mannschaft danach sehr, sehr gut zusammengearbeitet hatten. Und es hat sich herausgestellt, für alle Beteiligten war das eine prima Geschichte. Ja? Also unsere Arbeit, das waren ja viele Arbeiter. Wir hatten ein paar Akademiker gehabt, ja? Wir hatten ein paar Leute in der Forschung gehabt, ein paar Leute in Labors gehabt. Aber es war auch eine kleine Firma. Ich glaube, wir hatten so um die 180 oder 200 Arbeitnehmer insgesamt. Aber das war dann eine Mannschaft, ja. Und wir hatten auch hier Umweltprobleme live gehabt, gell. Meine Vorgänger waren immer in Streit mit der Fischereigenossenschaften, weil das Werk an einem kleinen Flüsschen lag und wir haben da das Kühlwasser entnommen und die sagten immer, ihr seid schuld, wenn bei uns die Forellen sterben, ja. Den Fluss verpestet. Das war hier die Aussage gewesen und die hatten da mehrfach großen Ärger gehabt. Und ich habe dann gesagt so, jetzt werden wir mal alles, was bei uns als Wasser rausläuft, erstmal in großen Becken sammeln. Und in die Becken habe ich dann Forellen reingesetzt. Und wir haben dann eine blühende Forellenzucht dort entwickelt, die Forellen nach Hamburg verkauft. Dann gab es wieder ein Fischsterben in der Innerste, so hieß der Fluss. Und dann sagte ich, okay, jetzt wollen wir mal schauen, wie es unseren Forellen geht, als dann die Leute hier aus der Gemeinde kamen. Und die Forellen waren gesund und fröhlich und alles unser gesamtes Wasser war durch die Forellenteiche gegangen. Damit war das für alle Zeiten erledigt. Insofern sind wir dann hier eigentlich auch friedlich mit der Gemeinde und mit der Nachbarschaft zurückgekommen. Ja, ich wollte jetzt noch mal ein bisschen über deine Forschungszeit und deine letzten Jahre reden. Wir haben jetzt fast schon eine Stunde rum. Hast du noch 20, 30 Minuten Lust und Zeit? 10, höchstens noch 10. 10? Ich muss kurz vor 7 rein. Was war denn dein großes Projekt als Forschungsminister? Was kann man aus deiner Zeit verbinden? Also was hast du auf den Weg gebracht in Deutschland? Also, das sind völlig verschiedenartige Sachen. Also, als ich wusste, dass ich das jetzt machen werde, bin ich auf ein Wochenende in ein kleines Benediktinerkloster gegangen, in dem ich jedes Jahr eine Woche bin, und habe mich mit einem Zettel hingesetzt und mir aufgeschrieben, was ich machen will. Ja? Und das waren so 2, 3 Dutzend Punkte. Und eins war, dass ich gesagt habe, wir müssen schauen, dass wir mehr für den Mittelstand tun, mit anderen Instrumenten, dass nicht die einzelnen Projekte einzeln bewilligt werden müssen, sondern dass wir die ganze Breite der Mikroelektronik, der Informationstechnik im Mittelstand fördern. Ein anderes war, dass wir in der Grundlagenforschung hier stärker rangehen, die Grundlagenforschung an Universitäten stärken. Das haben wir auch dann in den folgenden Jahren enorm gesteigert. Das heißt, es sind eine Reihe von Punkten, die jetzt nicht Einzelprojekte sind, sondern wo man versucht, die Wissenschaft und die bestmögliche Wissenschaft an den Universitäten zu fördern. Aber es waren auch einzelne Projekte. Ich habe immer geschaut, dass ich immer so alle 1, 2 Jahre ein wirklich spektakuläres Projekt hatte. Das musste wissenschaftlich sinnvoll sein, aber es musste auch so sein, dass es hier eine gewisse Faszination hatte. Ja? Also eines der späteren Projekte war, dass ich gesagt habe, wir wollen ein tiefes Loch in die Erde bohren. Das sollte das tiefste Loch sein, das die Menschen gebohrt haben. Und das hatte Sinn. Denn
in den ganzen Erdwissenschaften, ganze Geologie und alles, was drum ist, die Vulkanologen, die Erdbebenforscher, die Lagerstättenkundler, die Erzlagerstätten, die sind alle in ihren einzelnen Bereichen hier sehr tüchtig gewesen. Aber das war nichts, was jetzt hier zu einer einzigen integrierten Wissenschaft geworden war. Und ich hatte mir damals überlegt, gibt es hier ein zentrales Projekt, wo man sie alle zusammenkriegt? Und dann haben wir dieses Projekt gemacht, ein tiefes Loch zu bohren, und haben dann die beste verfügbare Industrie rangehört, und die ganzen Geowissenschaften, die Erdwissenschaften waren begeistert davon, und plötzlich haben sie alle miteinander zusammengearbeitet, und es waren wirklich hervorragende Ergebnisse gewesen. Habt ihr die Hölle gefunden? Nein, die haben wir diesmal noch nicht gefunden, da hätten wir noch tiefer bohren müssen. Die kommt übrigens wahrscheinlich immer dort, wo man sie nicht erwartet. Aber das ist eine andere Diskussion. Aber wie weit seid ihr denn gekommen? 10 Kilometer ungefähr. 10 Kilometer? Ja, ja. Und das war also ein Projekt. Und habt ihr den Rekord geschafft? Tiefstes Loch ever? Es gab, glaube ich, noch ein amerikanisches. Das würde ich jetzt nicht garantieren. Ja. Es gibt natürlich auch Leute, die hier dann im Meer gegraben hat. Wenn sie anfangen, hier in einem Tiefseegraben noch ein weiteres Loch zu bohren, dann sind sie noch näher im Erdkern. Aber das ist eine andere Disziplin. Eine andere Geschichte war, Weltraum ist ein ziemlich faszinierender Bereich, und die bemannte Weltraumfahrt, das war immer eine Geschichte, die auch streitig war. Es sprach vieles dafür. Es gab auch einige, die sagten, macht es anders. Und ich hatte dann mal den Einfall, dass wir den Space Shuttle, mit dem die Amerikaner damals im Weltraum rumgekreuzt sind, nach Berlin, nach Köln holen. Und mir sagten die klugen Leute, was soll der Quatsch, ja? Was soll der Quatsch? Da kommen vielleicht dann 3000 Leute und schlendern mal da vorbei, was soll's? Und ich habe gesagt, also jetzt probieren wir's. Und dann haben wir mit einer großen Boeing, einer Boeing 747, den Shuttle hierher geholt und auf den Kölner Flughafen gestellt, bei Köln Ports. Und also da kam 100.000 wahrscheinlich. Ja, wirklich, ja, ja, ja. Also die Leute kamen und die fanden das toll und liefen durch. Und also, dass so etwas, Forschung darf nicht zu abstrakt sein. Ja? Also wenn ich sage, wir haben einen tollen Chip entwickelt, kann kein Schwein sich was vorstellen. Sie können sich in einen Chip nicht setzen. In den Transrapid können sie sich setzen. Gell? Insofern, hier die Faszination der Wissenschaft auch erkennbar zu machen, das war schon eine der ganz wichtigen Sachen. Wir sind in vielen Bereichen hervorragend vorangekommen. Also da ist vieles gut gelaufen. Aber wo ist es schlecht gelaufen? Also hast du irgendwo richtig, was war deine größte Niederlage als Minister? Also hat jeder. Also kannst du jetzt nicht klar, sagen. Ja, klar. Aber ich muss sagen, die vergesse ich immer am schnellsten. Aber ich kann Ihnen ein Beispiel geben. Ich habe den Hochtemperaturreaktor immer für eine tolle Sache gehalten. Der hat ein hohes Maß an inhärenter Sicherheit, also wo sie nicht zusätzliche Technik drumherum machen. Und das war eine Sache, die hatte hier der Professor Schulten in Jülich entwickelt. Und das war ein großartiges Gerät. Und dann haben wir hier Anlage in Schmeehausen gebaut mit 300 Megawatt, was auch immer das heißt, das erkläre ich jetzt nicht. Also eine ziemlich große Anlage. Und mir kam dann in die nächste, und um es kurz zu machen, am Schluss wollte die nordrhein-westfälische Landesregierung nicht mehr mitmachen. Die war wichtig, weil sie dafür die Genehmigungsbehörde war, und sie war auch wichtig, weil Elektroversorgungsunternehmen aus Nordrhein-Westfalen hier in dem Projekt unsere Partner waren. Und dieses Ding ist dann hier stillgelegt worden. Das war, habe ich wirklich bedauert, denn das war eine wirklich außerordentlich interessante Reaktortechnologie. Sehr gutartig, also
Bei einem normalen Leichtwasserreaktor haben Sie hier Minutenzeit, wenn irgendwas wirklich ernsthaft schiefläuft, um das zu korrigieren. Ja? Bei dem Hochtemperaturreaktor hatten Sie Stundenzeit. Das heißt, das ist eine andere Welt. Beim schnellen Brüter waren die Zeiten noch etwas kürzer. Ja? Das heißt also, das ist nicht so gelaufen. Es gibt andere Sachen, die technisch prima gelaufen sind, die aber hernach nicht umgesetzt worden sind. Also der Transrapid, die Magnetschwebebahn, das war eine exzellente Technik. Und es ist so, in Deutschland hat sich das hier kompliziert in allen unseren Genehmigungsverfahren, sodass die jetzt in China läuft. Ja? Ich kann es der Firma, die das damals hier federführend gemacht hat, nicht verübeln, dass sie die Technik nach China verkauft, wenn sie es in Deutschland nicht bauen können. Und dabei war das hier eine tolle Technik. Es gab mal einen Kollegen der SPD im Verkehrsausschuss und der sagte in der Pressekonferenz, die waren ja in der Opposition, die waren gegen den Transrapid. Der macht einen Krach wie ein heranbrausender Düsenjäger. Dann habe ich ihn gesagt, jetzt gehen wir mal zusammen zum Transrapid und dann schauen, wie wir der vorbeiführen. Und dann gingen wir erstmal auf 500 Meter Entfernung, dann auf 200 Meter Entfernung, dann auf 80 Meter Entfernung. Und ich habe es ihm sehr hoch angerechnet, dass er danach, als die Presse ihn fragte, wie er ist, wie es jetzt mit dem Krach sei, gesagt hat, der Transrapid ist ein flüsternder Pfeil. Das fand ich hier, ich fand es auch nett von ihm, ja, von einem Politiker, dass er sich so hinstellt. Und trotzdem, das Ding war technisch prima, aber aus Gründen, über die man einen ganzen Abend lang reden kann, haben wir es in Deutschland nicht hingekriegt. Beim nächsten Mal vielleicht. Ich wollte mal ganz kurz zum Schluss, es gibt ein paar Themen bei den ganz jungen Leuten, kannst du ganz kurz beantworten. Kriege interessieren sie immer. Hast du mal gegen einen Bundeswehreinsatz gestimmt? Nee. Nee. Nein, die waren alle hier wirklich wohlerwogen und wohlbegründet. Wie hältst du es mit dem bedingungslosen Grundeinkommen? Halte ich für völlig falsch. Ich bin der Auffassung, dass wir jede Chance öffnen sollen, dass jemand aus seiner eigenen Tüchtigkeit vorankommt. Da haben wir noch einiges zu tun. Das ist noch nicht perfekt. Aber bedingungsloses Grundeinkommen heißt nicht anders, als dass es sich nicht mehr lohnt, sich anzustrengen. Und wie hältst du es mit der Legalisierung von Marihuana? Halte ich hier für falsch. Ich halte es deshalb für falsch, weil nach allem, was ich bis jetzt sehe, die Wahrscheinlichkeit, dass man auf härtere Drogen umsteigt, erheblich ist. Ich weiß, da gibt es eine Diskussion, die sagt, es bleibt immer harmlos, aber es ist offensichtlich so, dass beim Teil der Menschen dann die Wahrscheinlichkeit groß ist, auf härtere Drogen umzusteigen. Hast du es mal probiert? Nee. Aber mein Sohn Max hat es mal probiert. Da war er vielleicht 16 oder 17. Da waren wir mit der ganzen Familie zusammen in Amsterdam gewesen. Und dann sagte der Max am Abend, du Papa, ich will jetzt mal schauen, wie das mit Hasch ist. Das kriegt man ja hier überall. Habe ich gesagt, Max, wenn du willst, also bitte, brauchst du noch ein bisschen Geld, ziehst du los. Er hatte da, glaube ich, irgendeinen Freund dabei. Und dann zog er los und am nächsten Morgen war kein Max da. Und dann ging ich rauf in sein Zimmer und da lag er im Bett und stöhnte und sagte, Max, komm, es gibt Frühstück. Und da sagte Papa, nie mehr Frühstück, nie mehr Frühstück. Aber ich sagte, ja, wie war's denn? Also ich sagte, ja, wir haben Tee gekriegt und wir haben Plätzchen gekriegt. Und ich muss sagen, mir war es noch nie so schlecht gewesen. Es ist furchtbar. Und der Max hatte nie mehr Probleme gehabt mit Marihuana oder sonst irgendwelchen Drogen. Und alle seine Geschwister, wo das sich zu einer fröhlichen Familiensage entwickelt hat, hatten auch nie Probleme. Also ich weiß, dass unter den Freunden meiner Kinder, bei allen Vieren, bei Max und bei den drei anderen auch, hier durchaus Drogen waren. Ja? Aber
die hatten da nie irgendein Problem damit. Das Einzige, was eine meiner Töchter mal hatte, war, die hatten hier eine Klassenkameradin, die abhängig war und das sah ganz schrecklich aus. Und die wollten auch da mit niemand drüber reden, das hatten sie sich beschworen. Dann habe ich gesagt, jetzt schaut wenigstens, dass sie erstens das Abitur hinkriegt und dass er zweitens hinterher eine Therapie macht. Ja, wenn er das beides hinkriegt, dann möchte er es so machen. Und das hat erstaunlicherweise beides funktioniert. Ja, also ich muss sagen, ich freue mich, dass hier das bei uns kein Problem ist und ich freue mich über jeden, bei dem es kein Problem ist. Aber verdammt noch eins, da kann man schnell in was reinrutschen, wo man sehr schwierig wieder rauskommt. Und auch das kenne ich aus den... Also Politik kennst du es ja auch. Macht ist ja gewisserweise auch eine Droge. Und die, mit der hörst du jetzt auf. Also mit der Macht, ich muss sagen, das war für mich eigentlich nie ein solches süßes Gift gewesen, gell? Sondern... ich hatte immer Freude dran, gestalten zu können. Entscheiden zu können, gestalten zu können. Ist das nicht Macht? Vielleicht, ja, aber es ist nicht hier. Wissen Sie, unter Macht versteht man, dass man jetzt sagt, ich bin der Herrscher aller und ich sage euch jetzt, wo es lang geht. Aber der Arbeitsprozess ist, ich habe mir im Ministerium, wenn ich irgendeine Vorlage kriegte, mit der ich nicht einverstanden war, dann habe ich mir hier den Staatssekretär, den Abteilungsleiter, den Unterabteilungsleiter und den Referatsleiter geholt und den Menschen, der die Vorlage geschrieben hat. Und wir haben so lange diskutiert, wie wir uns einig waren. Und dann war es entweder so, die haben mich überzeugt oder wir haben uns auf eine Mittellinie geeinigt oder die haben eingesehen, dass es so nicht geht. Ja? Und natürlich hatte ich hier Macht. Ich konnte entscheiden. Der Minister hat sehr weitgehende Macht. Aber ein Ministerium halten Sie nur lebendig und produktiv, wenn jeder das Gefühl hat, er gestaltet mit seinem besten Kenntnis und Wissen. Und wenn Sie nicht nutzen, was die Mitarbeiter können und wollen, vom Mitarbeiter, der schreibt, bis zum Staatssekretär, dann kriegen so ein Unternehmen nie aufs Laufen. Und als ich ins Ministerium kam, hat mir jemand einen Zettel zugesteckt, nach dem ich glaube knapp 80% der Referatsleiter eingetragene SPD-Mitglieder seien. Und das war natürlich auch ein Ministerium mit mehreren Ministern, alle aus der SPD, die jetzt hier als Ministerium jung waren. Und ich habe gesagt in der ersten Personalversammlung, da hat erst der Personalratsvorsitzende eine Rede gehalten und sagte dann, Herr Riesenhuber, wir hatten schon eine ganze Reihe von Ministern gehabt, wir werden auch Sie überleben. Aber ich sagte, Herr Vorsitzender, stellen Sie sich darauf ein, hier bleibe ich lange. Und es ist klug, wenn wir das voneinander von vornherein wissen. Und ich war ja dann auch über 10 Jahre da drin gewesen und wir haben uns gut vertragen. Aber es war jetzt wirklich so, dass wir hier diese Geschichte mit einem sehr politisch geprägten Haus nur dadurch gut hingekriegt haben, weil wir uns darauf geeinigt haben, wir reden von der Sache her und wir einigen uns in der Sache. Und solange dies als eine faire Diskussion läuft und jeder sein Wort machen kann und da nicht entschieden wird aus Macht, sondern entschieden wird aus der Sachlogik, wo jeder seine Argumente gebracht hat, da haben sie eine andere Welt. Und insofern die allgemeine Idee des Großmächtigen, der dann nach Bauchgefühl entscheidet, auch sowas scheint es in der Politik anderer Länder gelegentlich zu geben, das ist nur die eine Hälfte der Sache. Ja? Und in manchen Ressorts, und ich bin glücklich, dass das Forschungsressort so eins war, ist es auch die kleinere Hälfte der Sache. Aber die Freude, dass man hier mit klugen und tüchtigen Leuten was gemeinsam aufbauen kann, das ist schon eine der ungemein erfreulichen Sachen. Und auch später, als ich dann nicht mehr im Amt war, war es so gewesen, ich habe da mit Industrieunternehmen zusammengearbeitet, in ganz unterschiedlicher Weise.
die Freude, mit tüchtigen Leuten was aufzubauen, aus dem man was machen kann, was voranzubringen. Das ist schon eine tolle Sache. Und was man sich dadurch erarbeitet, ist hier im Grunde nur das Privileg, dass man immer wieder sehr gute Leute trifft. Gell? Innovative Journalisten können das durchaus auch sein. Schönes Schlusswort. Ja. Dankeschön, ja. Heinz. Vielleicht irgendwann nochmal. Also, mit Vergnügen. Tschüss.